Hallo und einen wunderschönen guten Morgen von der Nostalgie Hopfach, vom Nostalgie Hopfach Projekt. Ja, wir sind gerade hier dabei, beziehungsweise der Autodrive ist dabei, hier die erste Ernte an den Hof zu bringen. Da gucken wir gleich mal, ob das mit dem Abladen alles so klappt. Werden wir mal sehen. Und ja, dann gucken wir gleich mal wegen dem Saatgut und Dünger, der uns ja da verloren gegangen ist. Ja, das Abladen funktioniert schon mal. Zeigt er hier auch was an? Nicht wirklich. Hallo, bleibst du mal kurz stehen? So, lass uns mal einmal kurz drehen mit dem. Also ich hatte mir gerade vorhin mal die Dings angeguckt. Na, wie heißt das? Im Safe Game, da ist also auf jeden Fall unser Saatgut und Dünger da. So, also Sonnenblumen haben wir hier mal. Und hier sind Saatgut und der Dünger. Also das wäre auf jeden Fall da. Das müssen wir dann irgendwann einfach rausholen und umlagern, sozusagen. Das ist ja nicht das Problem. So. Du machst auf jeden Fall erstmal weiter. Ja, dann lass uns doch mit dem hier einfach kurz beim Händler hochfahren und den das eine Dünger Big Pack direkt da oben holen. Dann können wir nämlich schon mal mit dem Feld 106 anfangen und das düngen. Aber es ist doch schön, dass das mit dem Silo mit dem Abladen erstmal klappt. Also da sind wir da schon mal ein Punkt voraus wieder. So, so wie es sein sollte. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir vielleicht noch ein zweites Big Pack uns erstmal holen sollten, noch mit Dünger, damit wir bei der 106 erstmal weiterkommen. Weil ich weiß nicht, wie hoch der Verbrauch ist. Wir müssen ja dann die 104 ja im Grunde auch gleich düngen. Müssen wir überlegen. Müssen wir. Na, machen wir. Komm, wir holen uns noch einen. Noch haben wir Geld dafür. Dann sind wir pleite. Und dann kannst du ja direkt rüber zur 106 fahren. Und wir können uns dann um andere Sachen erstmal kümmern. Zum Beispiel haben wir ja hier gesagt, wir haben Sonnenblumen, die wir verkaufen wollen. Reifeisen Otterbach. Das ist doch irgendwo da unten gewesen, ne? Otterbach. Wieso blinkt da nichts? Ne, das ist unter Schäffach. Ach. Hier, oh, da müssen wir dann einen Kurs einfahren. Also das werde ich aber auf jeden Fall offline machen, weil das ja doch ein bisschen weiter ist. Ja, guck mal, da müssen wir irgendwie entweder hier unten rum oder nee, hier bei den Forellen. Hier irgendwie hoch. Na gut, werden wir auf jeden Fall einen Weg finden. Wir können auch hier oben rumfahren. Also es wird weiter sein.
So, aber ja, das kommt aber auch erst, wenn wir hier mit der Ernte fertig sind. So, dann können wir den Anhänger eigentlich auch erstmal wegstellen. Der kann ja direkt hier rein. Das Gewicht. Den hier. So, ich suche dich noch mal ganz kurz hier gucken. Zeigt er mir das jetzt an? Nö, irgendwie scheint das noch nicht so richtig zu funktionieren. Aber ja, Hauptsache die Silos funktionieren. Wir können was einlagern. Das ist ja die Hauptsache. So, wie sieht es denn aus mit dir hier? 81% schon wieder. Ja, läuft. Es läuft wirklich gut. So, jetzt kommt aber nur der da nicht vorbei. Das heißt, ja, wir übernehmen. So, das wäre ja hier vorne das Feldchen. Wir müssen mal ganz kurz testen, ob wir hier schon eine nächste Düngestufe drauf bekommen. Also zuerst ausklappen. Okay. Oh, da wird irgendwas gepumpt. Fahren wir mal 3 Meter und dann lass uns das mal angucken, ob es hier dunkel wird. Ja, passt. Dann können wir ja hier sagen, auch düngen und sehen. Kurs machen. 106. Machen wir zweimal vorgewendet. 25 Meter hat der Streuer immerhin. Ja. Speichern. Düngen fällt 106 mit 25 Metern. Dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen mit dem Dünger. So, komm, du fängst jetzt einfach am ersten Wegpunkt an. Dann passt das schon. Gerät muss aufgefüllt werden. Ah, kommt der jetzt wieder nicht mit dem Frontlader zurecht, kann das sein? Das haben wir ja schon manchmal gehabt, das Problem. Das heißt, wir stellen den einfach mal ganz kurz hier ab. So. Und dann testen wir das noch mal. Hallo, ich sehe das Feld vor lauter Wald nicht mehr. So, düngen. Los geht's. Ja, läuft. So, hier wird abgetankt. Ja, wunderbar. Eigentlich bräuchte ich noch irgendwie einen kleinen Anhänger mit einer starren Achse. Sowas zum Beispiel. Ganz klein, aber 8000 haben wir halt nicht.
Kriegen wir zweimal Geld? Ja, guck mal. So, dann machen wir das nämlich. Wir haben 10.000. So, mit 8.000 Liter passt kaufen. Weil mit dem können wir dann einfach relativ einfach hier auf dem Hof zum Beispiel das Saatgut und das Düngerlager befüllen. Ich hoffe mal, dass wir vom Saatgut- und Düngerlager dann auch unsere Sämaschine und den Düngerstreuer direkt befüllen können. Das ist eigentlich so der Wunsch dahinter. Blitzer interessieren uns nicht. Komm, mach mal Gas hier. So hängt man auch keinen Anhänger an. Nee, nee, nee. Wir könnten aber da auch gleich das Saatgut Big Pack noch mitnehmen. Den können wir ja hier direkt einfüllen. Ups. Ja, da haben wir das schon mal auch weg hier. Dann ist jetzt nur noch das Schneidwerk hier. So, und inzwischen sind wir auf minus 35 Euro. Meine Fresse, unser Kontostand ist gar nicht gut. Aber gut, wir haben ja doch schon einiges an Sonnenblumen. Also wollen wir mal jetzt nicht schwarz malen. Gucken wir mal, dass wir das Saatgut rausbekommen und eben Dünger aus dem einen Lager. Was ja dann jetzt noch interessant ist, wir müssen gucken, ob die Düngerlager hier auch Big Packs machen. Ich habe ja auf der Multimap zum Beispiel und auch auf dem Seehausen-Projekt haben wir ja dieses Lager vom Hot Online Team und das kann ja wirklich bremsen. Das kann ja auch Big Packs erstellen. So, Saatgut. Saatgutlager war, glaube ich, da unten das. Ich kenne mich doch hier nicht aus. War überhaupt ein Lager? Ne, das ist gar kein Lager. Ja. War das da oben? Ja, wenn man sich nicht auskennt auf dem Hof, ist das schlimm. Und ja, das war Flüssigdünger hier. Da war nichts, das war der Seed Maker. Ach nee, genau, das war doch hier hinten. Oder war das jetzt der Dünger? Bevor wir jetzt da reinfahren, gucken wir mal. Das ist Fertilizer, also das ist der Dünger hier hinten. Also müssen wir
da vorne hin. So, der Düngerstreuer ist schon halb leer. Das ist aber, ja, der verbraucht doch eine ganze Menge. So, wir müssen hier, denke ich, aber auch mal die Klappe. Die Klappe ist auf. Gut. Wir uns das mal anzeigen. Ja, Rohstoffe, Produkt. Also das ist der Eingang, das heißt, das dauert jetzt ein bisschen, bis das umgepumpt ist sozusagen. Dann gucken wir uns das gleich noch mal an. Und in der Zwischenzeit holen wir den Dünger hier noch ab. Dünger 2000 Liter, ja. Aber ich denke, dass wir hier wirklich nur mit den Streuern drunter fahren können und das abladen. So, lassen wir den mal kurz hier stehen. Und gucken uns mal an. Ja, du bist gut dabei, finde ich. Wie weit bist du denn hier? Ja, auch fast fertig. Ja. So gefällt mir das. Gut, ja, hier eben unseren Kuhstall. Wir haben doch hier irgendwo, ja, hier ist die Anzeige. Ja, wir brauchen Heu, Gras, Silage, Stroh, Wasser und Kühe. Dann kriegen wir Mistgülle und Biomilch. Ja, gut, da müssen wir, denke ich mal, eine ganze Weile noch arbeiten, bis wir das alles hinbekommen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Auch noch mal Untersteller. Was haben wir hier? Wasser. Wasser. Jo, zweimal Wasser. Auch gut. Genau, hier ist die Flaschenproduktion. Da ist auch irgendwie Wasser und Paletten. Und dann gibt es Flaschen. Aber auch wieder Paletten. Ja, wir haben da wirklich, wir müssen da wirklich in den Forst. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Tja, aber liebe Leute, unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Wir machen Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat hier auf der Hopfach. Und dann würde ich sagen, morgen um 5 Uhr geht es weiter. Also macht's gut, habt einen schönen Tag und